Der eine oder andere wird sich erinnern, so hat das alles mal angefangen im schönen Münsterland in Münster vor 10 Jahren. Und Alexa und ich sitzen jetzt hier gerade. Hallo Alexa. Hi, ihr da draußen. Ja, in einem etwas anderen Setup als vor 10 Jahren sitzen wir jetzt hier. Genau, und haben so überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt ja gerade die 250 Folgen-Episode groß gefeiert und haben jetzt gerade jetzt schon wieder zum 10-jährigen groß feiern. Das ist ja irgendwie auch komisch. Deswegen haben wir nur gedacht, wir schieben diese kleine Zwischenepisode mal ein und freuen uns sehr, noch da zu sein nach 10 Jahren. Das haben wir uns niemals träumen lassen. Ja. Und wir würden uns einfach nur gerne bei euch da draußen bedanken, für unseren Hörerinnen und Hörern, die uns seit zum Teil ja schon auch seit 10 Jahren die Treue halten, andere seit 8 Jahren, 7 Jahren. Ihr schreibt uns das ja immer wieder, wie lange ihr uns hört. Und all diejenigen, die frisch dazugekommen sind, herzlich willkommen. Ihr habt das große Glück, noch ganz viel nachhören zu können und zu merken, wie die Qualität, je nachdem, in welcher Richtung ihr es hört, schlechter wird oder genau, besser wird. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Und es gibt tatsächlich ein Special in Anführungsstrichen zum 10-jährigen Bestehen. Und deswegen haben wir hier auch die Folge reingepackt. Nämlich wir haben mit Marc Litz, unserem guten Freund, Podcast-Produzenten, Filmproduzenten, gesprochen. Daraus ist ein Video-Interview entstanden. Der eine oder andere weiß, dass Alex und ich schon mal unabhängig voneinander bei Marc Litz zu Gast waren. Und Marc hat, glaube ich, an die 2 Stunden mit uns mal 10 Jahre Huxler Revue passieren lassen. Und wer jetzt sagt, ich würde da gerne noch ein bisschen mehr erfahren, klickt ihr auf den Link, den ihr auf unserer Homepage findet oder der so unter der Folge verlinkt ist. Und da findet ihr dann die Episode von Marc Litz zu unserem 10-jährigen. Und wir hören uns entweder in einem Special mit Tommy Koppweiß, da gibt es noch ein paar demnächst wieder, oder dann in der 2. regulären Mai-Folge. Die gibt es auch noch. Genau, auch noch. Den ganz regulären Huxilla-Podcast. Ein bisschen anders als vor 10 Jahren, aber dann doch irgendwie auch wieder sehr ähnlich. Genau. Vielen Dank an euch da draußen. Auf die nächsten 10 Jahre mit euch gemeinsam. Und Episoden haben wir, glaube ich, immer noch genug und Themen. Und wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre. Mhm. Macht's gut und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.